Wir richten scharf und herzlich. Chanson und Kabarett in Deutschland. Geschichte und Geschichten, erzählt von Jo van Nelsen. Paris, die Wiege auch des deutschen Kabaretts, ist ab 1853 eine Baustelle. Die Pläne des prunksüchtigen Diktators Napoleon III., der Paris zur schillerndsten Metropole Europas, wenn nicht der Welt, machen möchte, werden von seinem Vasallen Baron Haussmann bis 1870 gnadenlos umgesetzt. Ganze Viertel werden abgerissen, Bewohner vertrieben, Grundstücksspekulanten schließen Wetten auf die nächsten Bauprojekte ab und verdienen sich eine goldene Nase. Kritischer Chronist dieses gewaltigen Umbruchs einer Stadt und seiner Gesellschaft wird der Schriftsteller Émile Zola, der mit seinem 20-bändigen Romanzyklus »Die Rougon-Macquart« ein noch heute beeindruckendes Zeugnis ablegte. Den 11. Band, »Das Paradies der Damen«, widmet er 1882 dem Sinnbild der Industrialisierung, dem Kaufhaus, und beschreibt in ihm die ganze Monstrosität des neuen Paris, das dem Mammon frönt und das Alte links liegen lässt. Nagelneu dehnte sich in der klaren Februarsonne die Rue du 10 Décembre mit ihren kreideweißen Häusern und den letzten, ein paar im Rückstand befindliche Gebäude umgebenden Gerüsten hin. Ein Strom von Fuhrwerken zog wie ein langer Eroberungszug durch sie hindurch, wie durch einen in den feuchten Schatten des alten Viertels Saint-Roch hineingebrochenen Lichtschacht. Und zwischen der Rue de la Michodière und der Rue du Choiseul tobte ein wahrer Aufruhr, drängte sich die seit einem Monat durch Ankündigungen erhitzte Menge, die Blicke in der Luft und gaffte die neue Prachtseite des Kaufhauses, das Paradies der Damen, an, deren Einweihung heute, an diesem Montag, gelegentlich der großen Weißwarenausstellung stattfand. In seiner frischen Fröhlichkeit kündete dieses sich weit ausdehnende, vielfarbige Bauwerk mit seinen Betonungen von Gold den Lärm und das Getriebe des Geschäfts in seinem Innern an. Es hielt aller Augen festgebannt wie eine riesenhafte, in den glühendsten Farben prangende Schaustellung. Da stand der Palast, der Verschwendungssucht der Mode errichtete Tempel. Er überdeckte als Herrscher ein ganzes Viertel mit seinem Schatten. Man hätte sagen mögen, das Ungetüm fühlte sich so von Scham und Widerwillen gegen das alte Viertel ergriffen, in dem es selbst einen bescheidenen Anfang genommen und das es dann später erwürgt hatte, dass es ihm jetzt den Rücken kehrte, die kotigen, engen Straßen hinter sich ließ und seine Emporkömmlingsfratze der geräuschvollen, sonnendurchströmten Zufahrt des neuen Paris zuwandte. Wie auf der Darstellung seiner Reklamebilder glich es jetzt einem satten Menschenfresser, der mit seinen Schultern die Wolken zu zersprengen droht. Die Baulichkeiten selbst ebenfalls von übertriebener Gewaltigkeit. Aus dem Vogelflug gesehen, gaben die Umrisse ihrer Dächer, die überdeckten Gänge, die glasüberdeckten Höfe an, unter denen man die Hallen ahnen konnte, die ganze Unendlichkeit dieses im Sonnenschein strahlenden Sees aus Glas und Zinkblech. Darüber hinaus dehnte sich dann Paris aus, aber ein verkleinertes, von dem Ungeheuer verschlungenes Paris. Die Häuser der Nachbarschaft verloren sich wie niedere Hütten, in einem Gewimmel undeutlich hervortretender Schornsteine. Seine großen Baudenkmäler schienen zusammengeschmolzen. Zwei Striche links galten für Notre-Dame, rechts ein Accent circonflex für die Invaliden. Im Hintergrunde lag schamhaft niedergekauert das Pantheon, kleiner als eine Linse. Der Gesichtskreis verging in Staub. Er bildete eigentlich nur noch einen bedeutungslosen Rahmen bis nach Châtillon hinüber, in die weite Landschaft hinaus, deren versunkene Weite das Mal der Knechtschaft trug. Das Studenten- und Künstlerviertel der Stadt, das Quartier Latin, bewahrt zwar bis zum heutigen Tage die letzten Reste der mittelalterlichen Pariser Altstadt,
Doch auch hier treibt ab Mitte des 19. Jahrhunderts das Spekulantentum seine Blüten, werden gegen den Willen der Bevölkerung neue Straßen gebaut. Viele Maler und Bildhauer gehen auf die Suche nach neuen, billigeren Wohnungen und Ateliers und erklettern dafür den nahegelegenen Montmartre, der zu dieser Zeit noch slumähnlichen Charakter hat. Prostituierte und ihre Zuhälter, Kriminelle, Tagelöhner und Arbeitslose wohnen hier in heruntergekommenen Fachwerkhäusern und Holzverschlägen. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Auch der Maler Rodolphe Sali, der sich mit Zeichnungen bei Tageszeitungen durchschlägt, verlegt sein Atelier auf den Montmartre und öffnet es der Künstlervereinigung der Hydropathen, die, ebenfalls aus dem Quartier Latin vertrieben, ein neues Domizil sucht. Sali ordert mehrere Kisten Alkohol bei der Likörfabrik seines Vaters und eröffnet am 18. November 1881 sein Cabaret Chat Noir. Eigentlich war es als Kneipe von Künstlern für Künstler gedacht, in der man sich austauscht und seine neuesten Werke vorzeigt und vorträgt. Angezogen von dem Lärm, den zum Beispiel der vom Komponisten Claude Debussy mit einer Gabel dirigierte Kollegenchor macht, begehren immer mehr Passanten und Nichtkünstler Einlass. Sali wittert seine Chance, zum ersten Mal im Leben richtig Geld zu verdienen, ordert weitere Kisten Alkohol und öffnet sein Etablissement für alle, die bei diesen ersten Mixed-Shows oder Singer-Songwriter-Sessions, wie man heute sagen würde, dabei sein wollen. Und so war geboren, was die meisten noch heute unter Kabarett oder Kabarett verstehen. Ein kleiner Raum mit Publikumsnähe zu einem Künstler, der Text oder Musik meist satirisch-politischen Inhalts vorträgt. Tatsächlich waren es im Chat Noir ausschließlich Männer, die auf der Bühne zu sehen waren. Bald bekam natürlich auch die reiche Bourgeoisie, vor der diese Künstler ursprünglich geflohen waren, Wind von diesem neuen Amüsement und begab sich in Frack und Abendkleid mit angenehmem Gruseln in die Unterwelt, die Salis Etablissement bald den Garaus machte. Denn das am Montmartre ansässige Klientel aus Verbrechern wollte seinen Schnitt machen bzw. fühlte sich belästigt vom reichen Publikum, das es angaffte wie etwas aus dem Zoo. Nach 4 Jahren zog Sali, der Auseinandersetzungen und Überfälle müde, unter großem Pomp in einem mitternächtlichen Zug in das neue Chat Noir ein, das sich dem reichen Publikumsgeschmack in Ausstattung und Lage angepasst hatte und bald zur Touristenattraktion verkam. Die ursprünglichen Räume am Boulevard Rochechouart Nummer 84 am Fuße des Montmartre übernahm einer der führenden Künstler des alten Chat Noir, ein Chansonnier namens Aristide Bruyant. Anfangs noch mit fremdem Repertoire auf den Bühnen der Café Concert beheimatet, wechselte er zu dem bunten Künstlervolk Salis und präsentierte, wie hier üblich, selbstgeschriebene Chansons, die bald das Publikum aufhorchen ließen. Denn hier berichtete einer aus der unmittelbaren Umgebung des Kabarets, brachte Verbrecher, Zuhälter und Dirnen auf die Bühne in unverfälschter Sprache, dem Argot, dem Slang des Montmartre abgelauscht. Mon papa s'appelle Abraham, il est l'enfant du macadam, tout comme sa môme en est la fille à la Bastille. À 15 ans, elle s'appelait Nini, elle s'est grosse et grosse comme Annie, elle fait des travaux à l'aiguille, à la Bastille. Kurz vor seinem Tod 1925 schreibt Bruyant über sich: Ich wurde immer präziser beim Aufschreiben, beim Lernen und beim Erkennen der Gewohnheiten und des Seelenzustandes der nächtlichen Passanten. Frierende Vagabunden, die sich unter den argwöhnischen Blicken der Polizisten an den Kohlenbecken der Baustellen aufwärmten. Müde Strichmädchen, die ihr Geld im nächsten Hauseingang verdienen wollten. Finstere Raudis auf Lauer in dunklen Einfahrten. Alles mehr oder weniger gefährliche Mitspieler einer erbärmlichen Tragödie der Slumbewohner, die geboren werden, sich vermehren und herumwimmeln, um in ungesunden Elendsquartieren, in dreckigen Löchern und in dunklen Seitenstraßen der verdammten Städte zu krepieren. Alle
Scheinbar achteten die Bewohner des Montmartre Briand mehr als seinen Vorgänger. Vielleicht auch, weil sich herumsprach, dass der Hausherr des Mirliton, wie das Kabarett nun hieß, sein bourgeoises Publikum weit weniger zuvorkommend behandelte als der elegante Sali. Na, ihr blöden Fressen! Ha, Dreckhaufen! Hierher, meine Damen, hierher! Nehmt den kleinen Dicken da! Ja, das geht doch sehr gut! Sitzen ja noch 15 Mann auf der Bank! Was? Zu eng? Mein Gott, dann kneift ihr halt die Arschbacken noch ein bisschen zusammen! So beschimpft Briand allabendlich sein masochistisches Publikum, nennt die Wohlbetuchten Schweine, Kanaillen und Dummköpfe. Denn er spürt schon früh das Dilemma vieler Kabarettisten bis zum heutigen Tage. Sie leben von denen, die sich nicht verändern wollen und die besungenen Missstände lediglich als Amüsement und angenehmen Nervenkitzel begreifen können. »Ich räche mich«, schrieb Briand, »indem ich sie beschimpfe, indem ich sie schlimmer als Hunde behandle. Und darüber lachen sie Tränen. Sie glauben, ich scherze, obwohl es oft meine Erinnerung an die Vergangenheit ist, an die erlittene Not, den gesehenen Dreck, die auf meine Lippen kommt und mich so reden lässt, wie ich rede.« Doch irgendwann wird er dieses Spagats müde. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere 1895, als sein von Toulouse-Lautrec porträtiertes Konterfei mit dem typischen schwarzen Hut, Umhang und groben Samtanzug, dem roten Schal und hohen Stiefeln auf der ganzen Welt bekannt ist, da zieht sich Briand aufs Land zurück. Dort widmet er sich dem Schreiben von Romanen und Dramen und einem Standardwerk über das Argot, die Sprache der Gauner und Bettler. Nur noch selten zieht es ihn, meist aus materiellen Gründen, ins Rampenlicht. So 1924 auf die Bühne des Pariser Théâtre de l'Empire. Im Publikum Kurt Tucholsky, der dieses letzte Gastspiel des 73-Jährigen für die Leser der Vossischen Zeitung festhält. Eine Legende ist noch einmal aufgestanden. Der Dichter Aristide Briand, der vor 34 Jahren der Ruhm des alten französischen Kabarets war, Aristide Briand, der das soziale Kabarett-Chanson geschaffen hat. Es ist ein sehr alter Mann, der da herauskommt. Und um den Mund gleitet mitunter ein Zug von Ironie, besonders wenn die Leute Beifall rufen. Seine Stimme ist nicht mehr so mächtig, aber man versteht ihn noch in der letzten Ecke des großen Raumes. Man versteht ihn? Viel, viel mehr. Er singt A Batignolle und A la Bastoche, jene alten Lieder, wo die topografische Schlusszeile genügt, um ein ganzes Heer von Assoziationen heraufzubeschwören. Hier ist der Name das Lied. Es ist die soziale Lyrik der 90er Jahre, im Grunde noch sehr stark bürgerlich, nicht in dem heutigen Sinne revolutionär, sehr religiös gefärbt. Wenn man genau hinhört, brummt die Orgelstimme eines Chorals mit und oft genug tritt ja ein von den opportunistischen Lehren nicht verfälschter Christus auf, der wahre Freund der Armen. Es ist die regnerische Luft der Vorstadtstraßen, in denen abends spärliche Laternen brennen, Kreuz und Schafott liegen gleich nah und alle Tragödien der Messerstiche und Frauenzimmergeschichten enden im Spital der Universitätsklinik. Man hat das tausendfach nachgeahmt und fast immer erfolglos und snobistisch. Die kalte, gefühlsabgewandte Note eines wissenschaftlichen Bolschewismus ist in diesen Gesängen noch nicht zu spüren, weshalb sie auch nicht so gefährlich waren wie ruhige nationalökonomische Werke. Und abgesehen von der geistigen Bewaffnung dieser Revolutionäre hat Paris sich geändert. Paris, in dem immer noch so viele Literaten die Stadt der Apachen und der ungeahnten Nachtmöglichkeiten sehen. Das ist endgültig vorbei. Briand singt. Und weil die Franzosen wissen, was Tradition ist, so tun sie ihn nicht zum alten Eisen. Hier gibt es nicht diese dumme, wegwerfende Geste, die besagt, ich bitte Sie, der Mann ist passé. Sondern die Franzosen
fühlen zwar sehr wohl, dass es das heute nicht mehr gibt, aber sie fühlen auch, dass Briand der Ausdruck seiner Zeit, seiner Epoche, seines Paris von damals gewesen ist, das er in der Weltliteratur unsterblich gemacht hat. Und weil die Franzosen das fühlen, sind sie dankbar. Denn nun wird auf einmal der ganze Saal lebendig. Briand fragt, ob sie mitsingen wollen. Ah, sie wollen wohl. Die Leute setzen sich behaglich auf ihren Sesseln zurecht, viele schmunzeln, es geht los. Er hat ein Lied angekündigt, das alle auswendig wissen. Es ist »A Belleville Ménilmontant«. Die ältesten Herren um mich herum summen mit und singen mit, nicht nur die Refrainzeilen, sondern alle Strophen durch. Es ist ihre Jugend, die da gesungen wird, ihre jungen Jahre, ihre Liebschaften und ihre sorglose Zeit. Eine ganze Stadt singt mit. Das Paris von 1890. Er ist nicht vergessen. Ben tranquille, à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant, tout en haut du Père Lachaise. À Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis, c'est moi qui le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'ami de la petite Cécile. À Belleville. Qui est soutenu par son grand frère qui s'appelle Éloi Constant. Que jamais connu son père, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Ganz offenbar fühlte sich Tucholsky inspiriert von Briands Chansons, die oft nur den Namen einer Gegend oder Straße als Titel hatten, denn bereits 4 Monate nach der eben gehörten Theaterkritik veröffentlicht Tucholsky das dem Berliner Friedhof gewidmete Gedicht »In Weißen See«. Da, wo Schamottfabriken stehen, Motorgebrumm, da kannst du einen Friedhof sehen mit Mauern drum. Jedweder hat hier seine Welt ein Feld. Und so ein Feld heißt irgendwie O oder I. Sie kamen hierher aus den Betten, aus Kellern, Wagen und Toiletten und manche aus der Charité. Nach Weißensee, nach Weißensee. Es tickt die Uhr. Dein Grab hat Zeit. 3 Meter lang, 1 Meter breit. Du siehst noch 3, 4 fremde Städte. Du siehst noch eine nackte Grete. Noch 20, 30 Mal den Schnee. Und dann fällt P. In Weißensee, in Weißensee. Briands Vortragskunst ist uns erhalten auf vielen Schellackplatten, die er vorwiegend nach Beendigung seiner aktiven Bühnenkarriere aufgenommen hat. Was zeigt, wie groß sein Nachruhm war, als auch wie bedeutend er für das Chanson Réaliste auf der ganzen Welt angesehen wurde. Sein Vortragsstil ist harsch, wenig charmant, was dem beschriebenen Umgang mit seinem Publikum entspricht. Natürlich ist dieser Vortragsstil, den man nicht nur bei Briand in dieser Zeit ausmacht, auch dem Umstand geschuldet, dass VortragskünstlerInnen bis Mitte der 1920er Jahre auf der Bühne wie auch bei Phonographen und Schallplattenaufnahmen ohne Mikrofonverstärkung auskommen mussten. So ging es zuvorderst um Verständlichkeit, was heute oft als seelenloses Schreien und Plärren in den erhaltenen Aufnahmen wahrgenommen wird. Wie sehr sich ein Briand-Chanson durch verschiedene Interpretationen verändern und dann auch sehr wohl einen intimen und modernen Charme annehmen kann, das möchte ich Ihnen zum Schluss dieser Folge anhand 3 Aufnahmen des Briand-Liedes »À Saint-Lazare« zeigen. Die 1. Strophe gesungen vom Meister selbst im Jahre 1910, dann eine Aufnahme der Schauspielerin Picolette 1955 und zum Schluss eine zeitgenössische der amerikanischen Sopranistin Corey Fretz. Der Brief einer im Frauengefängnis Saint-Lazare festgehaltenen Prostituierten an ihren Zuhälter, um den sie mehr besorgt ist als um ihre eigene angegriffene Gesundheit, ist ein wunderbares Beispiel für Briands soziale Zugewandtheit und Kenntnis der spezifischen Montmartre-Schicksale. Von einem Mann vorgetragen, ist das Lied eine soziale Anklage. Der Frau ist die Möglichkeit der Identifikation mit dem Rollen-Ich beim Chansonvortrag gegeben, was beide Sängerinnen nutzen.
Das ruhige Tempo und zurückgenommene Arrangement ihrer Aufnahmen unterstützen diese Innenschau. Die jazzige Klavierbegleitung der dritten Aufnahme setzt noch dazu einen schönen Kontrapunkt zum klassischen Gesang, der nicht jedem Chansonkenner gefallen muss, Bruyants Chanson aber aus dem Raum des Kabaretts zum Kunstlied emporhebt. Viel Spaß beim Hören und Vergleichen wünsche ich Ihnen. Alle Versionen in voller Länge gibt es wie immer in der diesen Podcast begleitenden Playlist auf YouTube abzurufen. A bientôt! À Saint-Lazare, chanté par Aristide Bruyant. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le temps à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, et que tu vas faire, je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare, va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie. Casqué pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je me marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Keep it here.